Hallo Leute und willkommen zurück zu Lucius. Es wird immer schlimmer und heftiger. Lucius hat zuletzt auch seine Mutter getötet, indem er Charles beeinflusst hat. Und jetzt denken alle, er ist der Täter. Dabei ist es doch Lucius. Und ich nehme mal an, wir sollen ihn jetzt manipulieren. Aber erstmal möchten wir die Kreuze umdrehen. Geht das? Können wir die Kreuze umdrehen? Oder geht das nicht? Wir können ihn bestimmt beeinflussen, dass er es macht. Mach du mal, du Typ. Oder können wir was nehmen in die Hand? Oder dass er uns was gibt? Was können wir denn mal machen? Vielleicht einen Ventilator? Was zum Teufel? Okay. Ihn ein bisschen verwirren anscheinend. Ach, wir können ihn dazu bringen, dass er die Kreuze selber abschießt, oder was? Das ist ja lustig. Hier, guck. Da ist, da vorne passiert was. Da. Oder doch da? Hallo. Genau. Genau da passiert was. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass hier die stehen. Da. Schieß mal dahin. Ist doch wunderbar hier. Das steht doch ideal. Hast du es umgedreht? Schade. Tauchen die wieder auf? Nein, ich kann die hier fliegen lassen. Oh Mann, oh. Das macht aber irgendwie Spaß. Jetzt dürfen wir ihn voll verwirren und er ist einfach zu blöd. Warte. Da so. Ah, Mist. Ach, wo ist es denn jetzt wieder hin? Komme ich da überhaupt noch ran? Tauchen die auf? Die Dinger? Wieder von alleine? Stehen sie plötzlich da? Oder habe ich noch einen hier? Diese komischen Dinger. Ah, super. So, dann noch das letzte Kreuz, bitte. Hier. Dankeschön. Und das hier. So, jetzt habe ich alle. Meine Macht ist da. Und jetzt darfst du brennen. Brennst du? Ist doch alles okay. Dann manipulieren wir ihn. Die Objekte. Ja. Also dann doch lieber brennen oder soll er was anderes machen? Soll er was anderes abschießen? Hier? Ah, okay. Dann ebenso, Idiot. Mhm. Schneller tot. Oh, Lucius. Lucius ist kreativ. Muss man ihm lassen. Wenn man einmal nicht aufpasst. Bam. Sie alle sahen ihn. Er hatte eine Waffe. Tolle Errungenschaft. Ja, Lucius, du hast es wieder geschafft. Ich glaube, Papa ist richtig stolz auf dich. Ja. Power. Ach, Lucius. Das Ende ist da. Na, Wahnsinn. Haben wir alle umgebracht, die wir umbringen sollten. Kleines Teufelskind. Was sagt Papa jetzt? Oh, was heißt das jetzt? Das Ende ist da. Nehmen wir Feuer oder Puzzeln? Ich nehme das komische Puzzleteil, weil ich wissen will, was das heißt.
Es ist wichtig, dass ich alle fangen. Und jetzt? Oh Gott. Okay, er fackelt das ganze Haus an. Da ist Charles entkommen und ein Priester. Holen Sie Ihre Kreuze raus! Sie werden ihn schwächen! Und er latscht einfach alleine hin. Hinfort, du heilloser Geist! Ich gebiete dir, dieses Kind zu verlassen! Okay, ich glaube, wir sollen bestimmt gegen ihn kämpfen. Was soll ich machen? Was kann ich überhaupt machen? Keine Ahnung, was ich machen kann. Das Feuer macht uns ja prinzipiell nichts aus. Aber ich habe auch nur bedingt Möglichkeiten. Ah. Hier. So. Und dann soll ich jetzt noch was anderes gegen dich schmeißen? Okay, das kriegst du auch noch hingepfeffert. Jetzt ist er weg. Was noch? Kann ich jetzt einfach durchgehen? Fertig oder nicht? Dieser Stuhl? Mache ich hier irgendwas falsch oder mache ich das richtig? Es geht da irgendwie alles durch. Es verwirrt mich. Aber okay. Wenn wir das so machen sollen, machen wir das so. Lauf mal durch, lauf mal durch. Was fehlt noch? Wo ist er jetzt? Wo ist der nächste Hocker? Oder derselbe, weil ich es falsch mache? Ich will hier irgendwie raus, ne? Also die Steuerung kann ich nicht verändern, deswegen versuchen wir es wahrscheinlich gerade mit den Möbeln, aber... Was habe ich denn übersehen? Das Zeug. Kann ich irgendwas noch nehmen? Ist die Tür denn jetzt frei? Kann ich einfach durch? Okay. Warum machst du die Tür nicht einfach auf, Lucius? Warum muss ich Telekinese nehmen? Wenn du anscheinend... Lucius! Ich will raus! Was habe ich denn übersehen? Das macht mich voll panisch hier in dem Feuer. Ich will weg hier. Dann nimm doch die andere. Nee, aber das ist die richtige Tür. Die wollen wir nehmen. Kann ich vielleicht was anderes? Jetzt, wo ich die Handauswahl habe. Ah, okay. Vielleicht ist hier irgendwas drinnen noch.
Dann nimm die Flaschen. Habe ich irgendwas nicht in die Hand genommen? Liegt hier irgendwas rum? Ich sehe doch nichts. In dem Feuer der Glut. Flaschen willst du auch nicht nehmen? Die Tür willst du auch nicht aufmachen? Doch, willst du. Du willst den Lichtschalter benutzen. Geh einfach raus, Lusche. Das geht nicht. Und die Telekinese, geht die beim Schalter? Hä? Komisch. Dann lass das Licht aus. Hat mir das jetzt was gebracht? Was hat mir das jetzt gebracht? Kriege ich sie doch genauso wenig nicht auf und kann noch weniger sehen, weil ich das Licht ausgemacht habe. Das ist schön. Kann ich vielleicht hier die Telekinese benutzen? Bei der Lampe, weil ich jetzt den Schein sehe. Der Lampe. Oha. Oder diese Lampe. Auch nicht. Hä? Ich bin mal wieder zu blöde. Ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Einzige, was ich machen kann, ist den Lichtschalter benutzen. Das ist doch bescheuert. Ja. Aber, ja. Bis gleich. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Es tut mir leid. So, da bin ich wieder und ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen buggy gewesen. Deswegen habe ich das jetzt nochmal gestartet. Ich hoffe, er ist jetzt gleich weg. Warte, warte. Nein, bist dran. Ich will dich vernichten, die Sachen gegen den Kopf schmeißen. Kann ich nochmal nehmen? Das da. Komm. Kriegst du voll gegen den Kopf. Und dann noch was. Habe ich noch was? Ah, ich habe Angst. Okay, ich kann nicht laufen. Ich glaube, wir müssen es nochmal probieren. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Hilfe, Lucius. Guck mal. Oh, er kann doch noch laufen. Das ist gut. Vielleicht können wir ihn ja auch ins Feuer eher treiben. Kann ich raus? Nein. Hier, kannst du das? Warte, da war doch was. Können wir das Licht ausmachen? Weil wir das ja, ne? So. Jetzt kann er schon nicht mehr so gut sehen. Aber ich habe langsam keine Möglichkeit mehr. Scheiße! Okay. Das passiert, wenn Lucius stirbt. Traurig, der kleine, arme Lucius. Das hat er doch gar nicht verdient. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Bams. Kriegst du jetzt mal voll den Kopf. Weiter zurück. Ist er weg? Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Oh, endlich. Haben wir ihn? Dann immer noch nicht.
Ja, aber... Yeah, ich muss mich beeilen. Wo denn? Ich sehe die Sachen nicht, mit denen ich... Oh. Mach mal Licht an, du Schiff. Oder lass es sein. Ist mir egal, aber mach was. Oh, das ist doch scheiße. Er kommt schon wieder näher. Und ich habe nichts in der Hand, was ich machen kann. Hier ist nichts zum Werfen. Ich glaube, die Sachen sind da hinten. Ich glaube, das war's schon wieder. Oh Mann, oh! Scheiße! Du Schiss! Fängt das jetzt immer wieder von vorne an, kriegt immer wieder neue Chance. Kannst du nicht einfach da durchgehen? Bescheuert, ey. Ich glaube, wenn wir den Strom im richtigen Moment anschalten, dann, weißt du, dann könnte er einen Stromschlag kriegen. Vielleicht soll er das ja schaffen. Ich habe hier auch nichts mehr zum Werfen. Ja, Lucius. Du hast es verkackt. Ich hab's verkackt. Weil ich hier auch immer nicht kapiere richtig, was ich machen soll. Bei diesem Rätselende. So, baller ihm das mal um die Ohren. So, das soweit habe ich das begriffen. Ja. Den Stuhl. Okay. Das Zeug liegt da. Verbrennt aber auch alles. Und nu? Okay. Endlich. Bei der Tür soll er also stehen. Nix mit Lichtschalter. Wozu war der Lichtschalter gut? Hauptsache, man schafft es am Ende. Der feine Geistliche. Da scheiße ich drauf, denkt sich Lucius. Mir doch egal. Die Cosimo im Namen von Jesus Christus existieren, dann bin ich ganz verschwinde. Okay, ich glaube, ich soll wieder Sachen durch die Gegend schmeißen. Habe ich recht? Darf ich? Was denn? Ah. Komm schon, Lucius. Mit all deiner... Entdeckt? Willst du mich veräppeln? Das gibt's noch bei diesen... Das ist doch wohl Unsinn. Das ist doch völlig egal, ob die ihn jetzt entdecken, wenn die am Ende eh sterben. Das verstehe ich nicht. Ah nein, ich will ja rausrennen. Ich will ja weg hier. Okay, also die denken immer noch nicht, dass er es ist, oder was? So, dann muss ich raus. Sollen wir dasselbe jetzt wieder machen? Sachen schmeißen. Lucius? Lucius! Lucius, ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, was du tust. Alter, ich habe keine Ahnung. Können wir da hoch? Nein. Bring ihn mal da rein. Mach mal die Tür zu. Du Schiss. Mach die Tür zu. Und jetzt müssten wir ihn eigentlich dran kriegen mit irgendwas. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, er muss da drinnen sein. Wir bringen ihn einfach in den Raum. Ich habe aber nichts zum Werfen gesehen. Ich muss noch mal an die Decke gucken. Vielleicht gab es da auch noch mal wieder was zum Runterprasseln. Ey, dieses Finale, das ist schon... Aber es ist halt auch das Puzzleende. Geh mal nach hinten. Ja, ja, treib ihn da mal hin. Wird schon richtig sein. So, und jetzt? Nein, bleib mal hier. Ich sehe aber nichts. Hier stehst du richtig. Ja, dann bleib hier stehen. Ach, wir können jetzt wieder brennen lassen. Das sehe ich ja jetzt erst. Dann komm mal her, du Blödmann.
Er muss hier reingetrieben werden. Dann komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm. Komm, 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 komm. Schaffe ich das? So, jetzt. Na! Bleib doch mal hier, du Vogel. Wie soll ich dich denn... Das schaffe ich nicht. Und er kommt ja auch nie zurück. Wenn ich einfach mal die Tür zumachen. Halleluja. Ich verstehe schon. Ich soll da hin in den Kreis und dann kann er fröhlich brennen, aber... Kannst du nicht mal die Tür hier zumachen, ey? Ja, dann soll er wiederkommen. Sobald er wiederkommt, mein Lieber. Mach einen Feuerball. Kommt er wieder oder nicht? Weh, du kommst nicht wieder. Du Vollidiot. Ach so, das reicht auch so. Oh mein Gott! Sagt noch einer, dass ich einen Feuerball hinschmeiße, wo gar keiner eigentlich ist gerade. Das ist... Also, in dem Raum. Hallo, ich bin's Lucius. Ich habe den Feuerball geschmissen. Ich war das. Und das war ich auch. Na, ich gehe dann mal wieder. Haha. In dem Jet Lucius. Oh, da ist er, Charles. Komm schon, Charles. Auf ein glorreiches, feuriges Finale. Boah, jetzt jumpt er da noch parkourmäßig über das Geländer. Er ist so dufte, der Typ. Eigentlich, finde ich, sollte er das am Ende überleben. Da ist er. Sieh dem Teufel ins Gesicht. Ja. Seine letzte Hoffnung, der Feuerlöscher. Oh oh, und ich habe jetzt alles an Energie. Boah, da rüber hier. Scheiße. Was kann ich machen? Papa? Papa, so meinte ich das doch nicht. Nee, das will der nicht. Wie wär's mal mit ein bisschen Feuer, Lucius? Glaube, ich muss wieder in so einen Kreis gehen. Komm, komm, komm. Aua. Aua, habe ich voll einen aufs Maul gekriegt. Ich muss wieder in den Kreis. Ich muss in den Kreis. Ist der noch da, der Kreis? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Kreis. Mach doch mal den Kreis. Okay, Lucius ist in den Kreis reingesunken. Ich glaube aber eher, dass... Alter. Macht nee, ich komme hier nicht selber raus. Okay, jetzt. Jetzt. Nein! Ich hatte ihn doch. Okay. Mach es. Mach ja. Benutz die Skulptur. Und jetzt? Okay. Ich kann ihn irgendwie manipulieren, aber warum? Warum, warum? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich führe dich nicht. Ich kann ihn nicht befeuern irgendwie. Oh oh. Ich verstecke mich hinter der Tür. Geh mal lieber weg, Lucius. Geh mal lieber weg.
Kannst du nicht einen Feuerball einfach machen? Hier, mach hier den Dings. So hier. Ich weiß es doch auch nicht. Das Einzige, was du benutzen kannst, ist ein blödes Skulpturending. Oh, das ist irgendwie nicht so toll. Er soll mal wiederkommen. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Benutzt mal deine Skulptur. Und jetzt nimmst du das da. Mit dem da. Genau. Ist voll sinnlos. Aber ja, benutzt sie. Ah, da kann ich den Feuerlöscher nehmen. Wo ist er denn? Oh, wieso hat er den noch in der Hand, der Arsch? Hallo. Und jetzt nimmst du das da. Genau. Oh nein. Du nimmst die dumme Skulptur, damit ich den Feuerlöscher nehmen kann. Und schiebt das wieder weg damit? Das macht doch gar keinen Sinn. Und hör auf, mich zu hauen. Er lässt ihn aber auch nicht los. Das ist voll doof. Ey, scheiße. Ich krieg das hier nie im Leben hin. Kann ich damit dann irgendwas machen? Nein. In dem Moment, wo ich auch aufhöre, ihn zu manipulieren. Ja, lässt... dann kriegt er das von die Seite. Das ist voll sinnlos. Die Macht Christi, dein Feuerlöscher, Junge. Was kann ich in der Zeit machen? Nix kann ich machen, Leute. Stimmt schon wieder irgendwas nicht? Ist das schon wieder buggy oder so? Wenn er den abstellen würde, dann... Ja. Aber schon hat er das Ding wieder in der Hand. Hey Leute, bis gleich. Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ist schon richtig, dass ich manipuliere, aber vorher soll ich hier oben nämlich was machen. Richtig doof. Und dann lohnt sich das auch, wenn ich ihn manipuliere. Weil wenn er dann da steht, kriegt er voll einen ab. Jetzt ist das aber schon runtergeknallt. Ja, und jetzt geht auch mal weg, da Lucius. Hallo. Hat das jetzt überhaupt funktioniert, weil das Ding schon runtergeknallt ist? Er hätte nämlich ja eigentlich stehen müssen, nur dass ihr es wisst. So, weil dann bückt er sich nämlich hier und kriegt das Ding von oben runter. Das hat jetzt voll nicht geklappt. Wie bringe ich ihn dann um? Oh Gott, wie bringe ich ihn dann um? Ich kann ihn ja gar nicht mehr umbringen. Feuern zurück! Die Macht Christi bezwingt dich!
Hier hättest du stehen müssen. Scheiße. Und jetzt muss ich das alles nochmal machen. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Ich will es schaffen. Okay, ich glaube, ich mache es einfach nochmal. Aber, aber warum funktioniert das überhaupt? Und warum kriege ich jetzt die ganze Zeit aufs Maul? Lass mich. Ich gehe wieder in meinen Feuerkreis und mach dich fertig. Komm her. Spielende. Wenigstens ist er nicht in den Kreis gesunken. Okay, das Ganze nochmal. Wo ist denn die blöde Skulptur? Liegt die hier jetzt? Nein. Ja, dann... Ja. Bleib doch mal stehen. So, komm her. Ja, standst du drunter? Stand er drunter? Nein, natürlich nicht. Er steht da hinten irgendwo. Wie soll ich ihn denn dann töten? Wie? Da muss es doch noch mehr Elektro-Scheiße geben dann. Irgendwas muss man doch machen können. Ja, ja, die Macht Christi. Da, da, da. Komm doch her mit deinem blöden Feuerlöscher. Komm doch. Mit der Macht des Feuerlöschers werde ich dich bezwingen. Ja, also, hat irgendwie nicht so geklappt. Hallo. Komm mal her. Stehen wir hier zusammen im Kreis. Was hältst du da von Papa? Fand er irgendwie nicht so gut. Oder nicht? Ich hab nichts im Inventar. Ich kann nichts machen. Mann! Bis gleich! Hau ihn doch mal tot. Einfach über die Rübe gehauen. Oh. Ja, ich kämpfe einfach weiter mit ihm und ich werde ihn jetzt einfach hier anhalten. Nein, ich werde ihn noch ein Stück hier anhalten. Komm mal her. So vielleicht? Oder vielleicht noch ein Stückchen dahin. Komm mal her. Hier ist doch gut. Da ist doch gut. So, und jetzt hier schnell das Ding. Komm, das muss doch gehen. Oh nö. Ist es schon wieder aufgewacht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bleib mal da stehen. Besser ist... Komm, komm. Oh, ist er weggelaufen, der Arsch, schon wieder? Warum sieht er das denn immer? Warum? Die dumme Statue, der Kopf, der ist da... Hau auf, hör auf mich zu hauen, ey. Das macht mich voll aggro, der Typ hier. Die Statue ist hier unten. Und ich kann nichts machen. Ich kann doch nichts machen. Außer sagen, ja... Hier, heb sie auf. Die Statue. Aber die will ich hier vorne haben, damit das Ding da runterknallt. Ich kapier's nicht. So, bin wieder dabei. Und ich manipuliere ihn gerade, dass er da schön stehen bleibt. Während ich hier den Kopf an die richtige Stelle bringe. So. Ja, 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 sei mal leise da. Du sollst hier den Kopf aufheben. Hier. Warte. Oh Gott. Warte. Da, den Kopf. Nein, du sollst den Kopf benutzen. Genau. Ja. Ja. Endlich. Ja, du Schiff. So, und jetzt brenne. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Thank you.
weil er denkt, dass er es ist. Und er denkt sich, der arme Junge, der arme Lucius. Dabei ist es gar nicht so. Und damit hat der Teufel wieder gewonnen. Yo. Und da gehen die beiden Checker in the house, Lucius und der Detective, zusammen raus. Yeah, Gangster in the house. Lucius hat's geschafft. Hat sie noch den Detective klar gemacht. Und damit endet Lucius, liebe Leute. Und wie ihr seht, sehe ich gerade anders aus. Aus dem einfachen Grund, weil das so laut ist im Hintergrund, dass ich mich und das Spiel und die Systemlautstärke und das alles anpassen musste und alles jetzt nochmal aufnehmen muss, die Credits, damit ihr mich überhaupt versteht. Das hat mich total genervt, weil ich die Musiklautstärke selbst jetzt, wo ich es weiß, vorher leiser gemacht habe und es einfach so derbe laut ist, dass ich nicht verstehe, wie man das so programmieren kann. Auf jeden Fall war es das mit Lucius. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr freut euch, dass ich das jetzt gerade nochmal aufnehme, damit ihr mich verstehen könnt. Es ist jetzt natürlich schwer für mich, dass ich über das Spiel nochmal jetzt nachrede, weil ich das ja jetzt gerade nicht gespielt habe, also nur das Ende nochmal. Aber eines ist klar, Lucius ist für mich ein sehr, sehr cooles Spiel, ein sehr spannendes Spiel auch, ein sehr böses Spiel, auf jeden Fall super makaber und nicht jedermanns Sache, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Dass jeder Erwachsene selber entscheiden muss, ob er sich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen will, selber einen Mörder zu spielen, der überlegt, wie er andere Leute umbringen kann oder auch nicht. In dem Fall muss man es ja machen, um weiterzukommen. Sehr laute Musik, wie gesagt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, wir haben es geschafft. Das Ende war nicht einfach, daran erinnere ich mich noch. Ich habe es zwar gerade nochmal nachgespielt, aber ich bin damals ein bisschen confused gewesen. Es gab zwei alternative Enden. Wir haben das Puzzle-Ende genommen. Das Feuerende wäre gewesen, dass Lucius mit Feuer die Leute angreift. Also wesentlich einfacher als das Ende, das ich genommen habe. Mit Sachen, mit Telekinese durch die Gegend fliegen lassen, Sachen suchen und vor allem mit diesem Skulpturenkopf, der eigentlich einfach nur durch Lucius selber durch die Gegend gekickt wird, aber man halt die ganze Zeit denkt, oh, ich muss das jetzt auch mit Telekinese schaffen, hat aber leider nicht geklappt und deswegen habe ich da sehr lange jetzt, das weiß ich noch, damals dran gesessen am Ende. Ja, was können wir noch zu Lucius sagen? Er hat seine Mutter am Ende auch noch umgebracht gehabt, was natürlich sehr, sehr fies und gemein ist, ist, dass jetzt auch noch der Detective Lucius gerettet hat und das, obwohl er ihm so nah auf der Spur war. Ich habe damals gedacht und auch jetzt noch, warum der Detective das ganze Spiel eigentlich immer so Andeutungen gemacht hat, als hätte er eigentlich schon Lucius erkannt, was ja auch auf einen zweiten Teil zu hoffen lässt, den es jetzt mittlerweile schon gibt, aber damals ja noch nicht. Und ich die ganze Zeit denke, warum erzählt der Reporter oder der Detective halt immer wieder von Lucius, dass er von wegen, ja, aber damals wusste ich das noch nicht und und immer so vermutend irgendwie, dass er Lucius irgendwann auf jeden Fall auf die Schliche kommt. Und genau das ist halt nicht passiert. Er kommt rein und er schießt auch noch den Falschen und Lucius ist wieder schön fein aus dem Schneider. Das ist natürlich schön für Lucius, aber irgendwie auch unbefriedigend, ja, weil ich halt dachte, da kommt noch was. Also das ist immer dieser auflösende Schockmoment, dass der Detective dann denkt, oh Gott, der Junge, was? Aber so hat es halt wirklich keiner bemerkt und ja, Lucius ist ein glücklicher Junge. Alle sind tot. Schöner kann es ja gar nicht sein. Auch für uns nicht. Ja, es war sehr knifflig. Teilweise musste ich wirklich in die Lösung gucken. Und dann wollte ich noch was sagen. Ich habe damals noch irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, genau, das mit dem Großvater habe ich gesagt, dass der Großvater ja damals irgend so ein, hat er so eine Art Zauber, hat er irgendwas gemacht gehabt, einen Pakt mit dem Teufel halt geschlossen, so dass dadurch der junge Lucius, der erstgeborene Sohn, dass der jetzt halt durch Satan beeinflusst wurde, also war das durch den Großvater, denn da habe ich damals gedacht so,
Ich weiß nicht, ob ihr Paranormal Activity schon mal geguckt habt, aber ich hoffe, ich spoiler nicht. Aber die Filme sind ja auch schon ein bisschen, also der erste Teil ist jetzt schon ein bisschen älter. Könnt ihr schon mal geguckt haben. Wenn nicht, guckt sie. Da geht es jedenfalls ja indirekt auch, hört nicht zu, falls ihr es noch sehen wollt, aber ich glaube nicht, dass ihr es noch wollt. Da geht es ja auch darum, dass der Dämon ja eigentlich nur da ist, weil die Oma da irgendwas Kultmäßiges, Zaubermäßiges mit anderen Leuten veranstaltet hat, um halt mehr Geld, Macht, was auch immer zu bekommen. Und dadurch ist der Dämon halt überhaupt da. So, und so erinnerte mich das halt auch jetzt an den Großvater, der jetzt auch, glaube ich, halt vielleicht Geld, Macht, Reichtum, keine Ahnung, was wollte. Und dann hat er seinen Sohn, den Vater von Lucius, halt immer noch belabert und so. Und letztendlich durfte der Vater drunter leiden, die Mutter, die Hausangestellten und alle durften ihn umbringen. Nur Lucius ist aus dem Schneider und der Detective ist so blöd. Bis zum Ende. Ja, das ist Lucius. Wir haben einen schwarzen Bildschirm. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Also ich liebe Lucius, es macht mir total viel Spaß, aber ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe. Vor allem, da ich jetzt leider krank gewesen war, das wisst ihr ja vielleicht durch Fairy schon oder Facebook, keine Ahnung, ich war krank, musste ich jetzt das nur wegen der Credits halt leider verschieben. Sonst hättet ihr das Ende schon längst gesehen, aber ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr das jetzt nochmal habt. Sagt mir doch gerne mal, schreibt mir in die Kommentare, ihr wisst, was ich sage. Ich sage es nach jedem Spiel, schreibt mir in die Kommentare, falls euch das Spiel gefallen hat, Daumen hoch. Immer schön rein tipseln, damit ich was zu lesen habe und beantworten kann und mich freuen darf, dass es euch auch gefallen hat oder auch, was hat euch nicht gefallen. Ja, es war manchmal ein bisschen knifflig von der Steuerung her, aber das lag halt auch an meinem scheiß Prozessor, der jetzt gegen Ende des Spiels ja ausgewechselt wurde. Aber freuen wir uns auf weitere Spiele auf meinem tollen neuen Computer, wo es dann nicht mehr ruckelt. Sorry nochmal dafür, dass in Lucius schon sehr viel geruckelt hat. Vielleicht lag es auch daran, dass ich steuerungstechnisch nicht immer alles hinbekommen habe. Aber manchmal wusste man auch wirklich einfach nicht, was man überhaupt tun soll, dass da in Schublade XY irgendwas liegt, was dann in Raum A wiedergebracht werden soll. Oder auch die Sache mit dem Auto. Also da... Oder auch schön, der Typ, der danach kam, wo ich dachte, ich muss dem jetzt irgendwie eine Kette auf den Kopf hauen. Nein, es war das Benzin, was man über ihn schütten soll. Und dann versuche ich ihn die ganze Zeit anzuzünden und er will einfach nicht brennen. Schade, aber er hat ja dann noch gebrannt. Oh Gott, da kommt noch was? Kommt da noch was? Wusste ich noch nicht, dass da noch was kommt? Ich höre Gewitter. Ein anderes Gewitter. Also, ja gut, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Aber warum sieht man eigentlich nur einen schwarzen Bildschirm? Ich weiß es nicht. Okay, ich klicke wie wild auf den Tasten rum und du hast das Spiel beendet. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten coolen Spiel. Ich weiß schon, was ich spiele. Und ihr dürft euch darauf freuen. Und dann bis dann. Tschüssi.